So, wir haben hier ein Differentialgleichungssystem. Haben zwei Differentialgleichungen. Die eine bezieht sich auf die Dimension x, die andere auf die Dimension y. Beides sind Differentialgleichungen erster Ordnung. Wir haben hier ein inhomogenes System, weil wir den Anteil hier hinten noch dabei haben. Und wir wollen jetzt die partikuläre Lösung, also die Lösung von diesen inhomogenen System hier ermitteln. Dazu schreiben wir das System erstmal um. In Matrix mal Vektorschreibweise sieht das Ganze dann so aus. Ich habe hier den Vektor, hier eine Matrix in der Gestalt. Ich ziehe den Vektor raus und dann habe ich hier hinten noch den Vektor in den Einträgen Cosinus von t und t. Also ich erkenne hier den Vektor R Punkt, die Matrix A, den Vektor R und den Vektor B. So. Zunächst lösen wir das homogene System, das heißt, wir lassen an der Stelle einfach den Vektor B weg. Dann habe ich dieses System hier zu betrachten. Ich suche die Lösung von dem System, also die homogene Lösung. Also letztlich diesen Vektor, der die Gleichungen hier löst. Gut. Im externen Video hatte ich bereits besprochen, dass so ein Problem dadurch gelöst werden kann, dass man das Eigenwertproblem dazu löst. Das wollen wir jetzt an der Stelle tun. Ja, die Determinante von dieser Matrix ist 1 minus 36, also minus 35. Die Spur von dieser Matrix ist 2. Damit kann ich dann das charakteristische Polynom formulieren, nämlich Lambda Quadrat, das Negative der Spur, mal Lambda plus die Determinante der entsprechenden Matrix, also minus 35. Gut, das lässt sich wunderbar faktorisieren. Ich habe hier ein Minus, also brauche ich schon mal plus minus. Hier kommt Lambda hin. Und ja, 7 mal 5 ist sicherlich 35. Ich habe hier minus 2. Also weiß ich, dass hier 7 stehen muss und hier 5. Gut. Die Eigenwerte sind ermittelt. Lambda 1 ist minus 5 und Lambda 2 ist 7. Jetzt brauchen wir den entsprechenden Eigenvektor zum jeweiligen Eigenwert. Also müssen wir uns die Matrix hier anschauen. Ja, also die Matrix A und davon auf der Hauptdiagonalen Lambda abziehen. Wir haben aber die beiden Eigenwerte schon ermittelt. Also schaut die Matrix für den Eigenwert 1 erstmal so aus, nämlich 6, 6, 6, 6 mal der Eigenwert. Vektor muss den Nullvektor ergeben. Ja, dann schaut man sich das hier an und jetzt kann man wählen, wo man minus 1 setzt, entweder bei x oder y. Ich setze es bei y. Somit steht der erste Eigenvektor. Ja, jetzt setzen wir Lambda gleich 7 ein. Dann habe ich die Matrix A minus Lambda Einheitsmatrix in der Gestalt. Nämlich minus 6, 6, 6, minus 6 mal der entsprechende Eigenvektor muss der Nullvektor sein. Ja, und auch hier, jetzt bin ich nicht mehr so frei in der Wahl. Hier geht nur 1, 1. Okay. Ja, damit steht die Lösung. Eine Konstante c mal e hoch, Eigenwert mal t, das war hier minus 5,
mal der dazugehörige Eigenvektor plus C2 mal E hoch Eigenwert mal T mal der dazugehörige Eigenvektor. Und ja, C1 und C2 sind Elemente aus den reellen Zahlen. So, das kann man natürlich überprüfen, ob das so richtig ist. Wir müssen nur unsere Lösung einmal ableiten nach der Zeit. Ja, ich schreibe in einen Vektor. Ja, der lässt sich ja wunderbar als ein Vektor darstellen. Das ist die x-Komponente. Und das hier ist die y-Komponente. Also gut. Abgeleitet ergibt dann das Ganze minus 5 mal C1 mal E hoch minus 5t plus 7 mal C2 mal E hoch 7t, Klammer, Klammer, wenn man so will. So, Komponente 1 steht. Abgeleitete Komponente 2 ist dann 5 mal C1, wenn unten dieses Minus zu beachten. Ja, hier steht ja Minus. Gut. Also 5 mal C1 mal E hoch minus 5t plus 7 C2 mal E hoch 7t. So, fertig. Naja, und das muss jetzt mit der Matrix mal Vektormultiplikation übereinstimmen. Wir rechnen 1, 6, 6, 1 mal diesen Vektor, also ohne die zeitliche Ableitung. Der Vektor ist C1 mal E hoch minus 5t plus C2 mal E hoch 7t minus C1 mal E hoch minus 5t plus C2 mal E hoch 7t. So, ja, und was stellt man fest, wenn man diese Rechnung hier durchführt? Es kommt tatsächlich dieser Vektor raus. Also stimmt natürlich dieses System hier, also diese Gleichungen sind richtig, wenn ich diesen Vektor einsetze und entsprechend ableite, dann ist das hier eine wahre Aussage. Also haben wir tatsächlich die Lösung für dieses homogene System ermittelt, steht hier. Ja. Jetzt kommen wir zu diesem spannenden Teil. Ja? Wie löst man so ein System, wenn der Vektor hier dabei steht? Wir haben hier Ableitungen, und zwar jeweils die erste. Im eindimensionalen Fall, also wenn ich nur eine solche DGL hätte, dann dürfte ich ja mit dem Verfahren arbeiten, das mir bekannt ist. Variation der Konstanten. Das kann ich bei dem System aber auch anwenden. Ja? Wie man das macht, das zeige ich jetzt kurz. Wir wollen lösen, beziehungsweise wir wollen die partikuläre Lösung von dem System ermitteln. Also schaut das Ganze zunächst so aus. Das wollen wir lösen. Und jetzt verwenden wir die Variation der Konstanten. Das heißt, wir haben die Lösung vom homogenen System und die modifizieren wir jetzt in der Art und Weise, dass wir aus den Konstanten Funktionen machen. So wie wir es vom eindimensionalen Fall kennen. Also wenn wir nur eine Differentialgleichung vor uns liegen haben. So, also ich habe hier die Funktionen jetzt. Jetzt leite ich diesen Ansatz hier ab. Beachte wieder dieses Minus. Ich schreibe wieder in einen Vektor. Ich habe jetzt zweimal, ja, die Produktregel anzuwenden, weil ich ja jetzt hier Funktionen habe. Es sind ja keine Konstanten mehr. Ja gut, dann habe ich jetzt, ich lasse das von t weg aus Platzgründen. C1 Punkt mal e hoch minus 5t plus minus 5 mal e hoch minus 5t mal C1. Plus C2 Punkt mal E hoch 7t plus 7 mal C2 mal E hoch 7t. Okay, das wäre die erste Komponente. Die zweite, so minus C1 Punkt mal
e hoch minus 5t plus 5 mal c2 mal e hoch minus 5t plus c2 Punkt mal e hoch 7t plus 7c2 mal e hoch 7t. Gut. Das war's. Das setzen wir jetzt hier ein. Bringen den Teil auf die linke Seite und dann werden wir erkennen, so wie wir es gewohnt sind, wenn wir eine DGL vorliegen haben und dieses Verfahren anwenden, dass sich eine Menge weghebt und das Folgende übrig bleibt. Ja, ich ziehe das Ganze wieder auseinander. Ich schreibe so, C1 Punkt von t mal e hoch minus 5 mal t mal 1 minus 1 plus C2 Punkt von t mal e hoch 7t mal ist gleich, naja, Cosinus von t, t. Also, ich bringe den Teil mit Minus, also das ist ja ein Vektor, auf die andere Seite, verrechne dann den entstandenen Differenzenvektor und stelle fest, dass sich eine Menge raushebt. Was übrig bleibt auf der linken Seite, ist tatsächlich das. Und auf der rechten Seite, naja, da steht der Vektor b. Ja. Gut. Ja, das kann ich natürlich auch so schreiben. Ja, wieder als Matrix den Vektor hier rausziehen. Dann steht das Ganze erstmal so da. Und hier steht e hoch minus 5t, e hoch 7t, minus e hoch minus 5t, e hoch 7t. So, und jetzt erinnert man sich vielleicht an die lineare Algebra. Sowas kennt man, ja. Wenn ich hier Konstanten drin hätte, ja, hier stehen natürlich jetzt Funktionen, aber spielt keine Rolle. Wenn ich hier Konstanten hätte, dann müsste ich jetzt, wenn ich so ein System löse, wenn das auch Konstanten wären, eine erweiterte Koeffizientenmatrix aufstellen. Ja, so kann ich hier auch verfahren, obwohl hier überall Funktionen stehen. Ja. Ich kann jetzt sagen, okay, ich schaue mir die Situation hier an und wende den Gauss-Algorithmus an. Ja. Also Cosinus von t und t minus e hoch minus 5t, e hoch 7t. Ja, welche Rechnung bietet sich hier an? Die hier. Die Zeile 1 minus die Zeile 2 ergibt die neue zweite Zeile. Dann habe ich hier schon mal die 0. Das bringt mir viel, weil dann kann ich die Gleichung anschauen und nach ja, C1 Punkt auflösen. Dann hätte ich schon mal was dastehen für C1 Punkt. Wenn ich weiß, wie C1 Punkt aussieht, dann kann ich in die andere Gleichung, die überbleibt, einsetzen und nach C2 Punkt auflösen. Ja? So wollen wir hier verfahren. Also nach dieser Rechnung bekomme ich das hier, e hoch minus 5t, e hoch 7t, hier steht Cosinus von t, wenn ich das hier rechne, steht hier nicht mehr t, sondern Cosinus von t minus t, hier steht dann 2 mal e hoch minus 5t und hier steht die 0. Ja gut, jetzt schaue ich mir die Gleichung hier an. Also hier steht 2 mal e hoch minus 5t mal c1 Punkt von t ist gleich Cosinus von t minus t. Jetzt löse ich nach c1 Punkt von t auf. Dann habe ich hier e hoch 5t durch 2 mal Cosinus von t minus t. Somit steht ja die erste relevante Gleichung. Ich muss ja C1 von t ermitteln und habe jetzt irgendwas dastehen, was C1 Punkt von t ist. Also muss ich nachher dann nur noch partiell integrieren. Ja, das bezeichne ich jetzt an der Stelle mit Stern. Und ja, jetzt setze ich in die andere Gleichung hier ein. Ja, in die erste hier. Und dann steht da Cosinus von t minus t mal e hoch 5t halbe mal e hoch minus 5t plus c2 Punkt von t mal e hoch 7t ist Cosinus von t. Ja, das lässt sich wunderbar auflösen nach c2 Punkt von t
Das ist dann e hoch minus 7t halbe mal Cosinus von t plus t. Gut. An der Stelle kürze ich ab, weil ich das Verfahren für die Integration ja bereits vorgestellt hatte in der Vergangenheit mit Hilfe der partiellen Integration. Erhält man ja c1 von t, das ist jetzt wichtig, 1/52 mal e hoch 5t mal 5 mal Cosinus von t plus Sinus von t, Klammer zu, plus e hoch 5t mal 1/50 minus t Zehntel. So. Das wäre die erste Funktion, die ermittelt wurde. Die zweite schaut dann so aus, nachdem man dieses Verfahren hier durchführt. 1/100 mal e hoch minus 7t mal Sinus von t minus 7/100 mal Cosinus von t mal e hoch minus 7t minus e hoch minus 7t durch 98 mal 7t plus 1. So sieht es aus. Ja, was muss man tun? Wir haben c1 von t und c2 von t. Naja, so wie wir es gewohnt sind von der Situation, wenn wir eine DGL nur zu bearbeiten haben, setzen wir jetzt in unseren Ansatz ein. Ja, wir haben hier die Funktionen ermittelt. Die müssen wir jetzt hier einsetzen. Ja, und haben schließlich die partikuläre Lösung. Ja. Gut, also das wollen wir machen. So, neue Seite, jetzt setzen wir ein, also c1 von t und c2 von t in diesen Vektor hier einsetzen. Ja, das liefert dann, ich ziehe diese 5 mal e hoch 5t, Entschuldigung, raus, dann sieht man besser, was sich da weghebt. Also 5/52 mal Cosinus von t plus 1/52 mal Sinus von t plus 1/50 minus t Zehntel mal e hoch 5t, also e hoch 5t ausklammern. Ja, wenn ich c1 von t einsetze in den Vektor, kommt natürlich dann e hoch minus 5t. An der Stelle sieht man, dass das hier zu 1 wird. Mal diesen ersten Eigenvektor plus, hier verfahre ich genauso, ich hole e hoch minus 7t raus, dann muss ich hier klammern, nämlich 1/100 mal Sinus von t minus 7/100 mal Cosinus von t minus 7/98 mal t minus 1/98 mal e hoch minus 7t mal e hoch 7t, hier genauso, das wird zu 1. Mal dieser Vektor und naja, dann steht unsere Lösung, denn das ist nichts anderes als dieser Vektor hier. Gut, und das kann man genauso überprüfen. Ja? Diesen Vektor habe ich jetzt, den muss ich jetzt einmal nach der Zeit ableiten und kann somit überprüfen, dass dieses Gleichungssystem hier erfüllt ist. Ja? Wir können es vielleicht kurz mal für die erste Gleichung durchführen. Ja, also für die hier, also für diese Gleichung wollen wir es mal kurz machen. Dazu nehme ich dann diesen Anteil und überführe ihn auf die linke Seite, so dass nur noch auf der rechten Seite Cosinus von t steht. Gut, und dann müsste natürlich, wenn unsere Lösung richtig ist, für die erste Gleichung zum Schluss dastehen, Cosinus von t gleich Cosinus von t. Ja, damit ist dann die wahre Aussage gezeigt und analog könnte man das dann überprüfen für die zweite Gleichung. Ja. Da verfährt man dann meinetwegen genauso, man überführt es auf die linke Seite,
fest zusammen auf der linken Seite und stellt dann fest, dass tatsächlich T gleich T überbleibt. Okay. Also, wir wollen das kurz mal machen. Also wir überführen alles, also das hier, zunächst auf die linke Seite und fassen zusammen. Das heißt, ich habe dann da stehen, minus 5 52stel plus 7 Hundertstel minus 1 52stel minus 1 Hundertstel plus 6 52stel minus 6 Hundertstel mal Sinus von t plus minus 1 Zehntel minus 7 98stel minus 1 50stel plus 1 98stel plus 6 50stel plus 6 98stel plus, naja, t Zehntel plus 7t 98stel minus 6t Zehntel plus 6 mal 7 98stel t plus 1 52stel plus 1 Hundertstel minus 5 52stel plus 7 Hundertstel plus 6 mal 5 52stel plus 6 mal 7 Hundertstel Klammer mal Cosinus von t. Was stellt man fest? Also das ist alles die linke Seite der Gleichung. Auf der rechten steht ja nur der Cosinus von t. Hier wird man feststellen, dass das hier gleich plus 1 ist. Hier wird man feststellen, dass das 0 ist. Hier wird man feststellen, dass das 0 ist. Und hier ebenso. Also was übrig bleibt, ist tatsächlich dann Cosinus von t gleich Cosinus von t. Das ist eine wahre Aussage. Somit ist dann gezeigt, dass diese Gleichung hier erfüllt ist, wenn ich diesen Lösungsvektor hier einsetze. Ja, also das hier. Und zwar den oberen Teil davon, nämlich das und das. Und ja, jetzt müsste man dasselbe noch machen für die andere Komponente, also für die Funktion, für die lineare Funktion t. Da wird man dasselbe feststellen, also für die zweite Gleichung analog. Dann stellt man dann fest, t gleich t, wenn man so vorgeht. Und das ist auch eine wahre Aussage. Also ist das unsere Lösung hier für das inhomogene System. Gut.